In diesem Video gehst du mit Elektronenkanone und dazu seht ihr mal hier rechts den Versuchsrohr abgebildet und wir haben jetzt links eine Glühwendel, die jetzt an eine Heizspannung angeschlossen ist und dann werden jetzt durch die Heizspannung Elektronen aus der Glühwendel gelöst und dann haben wir jetzt unten eine Beschleunigungsspannung und die sorgt jetzt dafür, dass dann jetzt die Elektronen nach rechts beschleunigt werden und dann jetzt eben als Elektronenstrahl durch die Lochblende treffen. Und das seht ihr auch mal jetzt an einer Animation dargestellt. Ihr seht, erstmal entstehen nach und nach Elektronen, die dann eben beschleunigt werden. Ihr seht immer schneller und dann hinter der Lochblende dann Elektronenstrahl bilden. Und jetzt gucken wir uns mal Einzelgrößen genauer an. Und dazu zeichne ich mal hier den Aufbau nochmal ab. Also hier nochmal dann hier die Glühwendel, dann hier das Ganze an einer Heizspannung angeschlossen. Jetzt mal nur grob skizziert U-Heiz und dann eben hier die Beschleunigungsspannung UB und dann eben hier jetzt die Lochblende. Und jetzt ist die Frage, wovon hängt jetzt die Geschwindigkeit und die Beschleunigung ab? Und jetzt gucken wir uns dazu erstmal die Simulation an, jetzt bei verschiedenen Heizspannungen. Erstmal Heizspannung von 2 Volt und ihr seht jetzt, jetzt werden hier nur ein paar Elektronen nacheinander ausgelöst. Dann im Vergleich dazu Heizspannung 6 Volt und da seht ihr schon mal, dass jetzt bei einer höheren Heizspannung jetzt hier 6 Volt deutlich mehr Elektronen hier rausgelöst werden. Und dann gucken wir uns mal in der Simulation den Vergleich an bei verschiedenen Beschleunigungsspannungen. Erstmal haben wir eine Beschleunigungsspannung jetzt von 2 Volt und ihr seht, dass jetzt die Elektronen nach und nach jetzt hier immer schneller werden. Und das vergleichen wir dann aber jetzt mal mit einer Beschleunigungsspannung, seht ihr mal, von 6 Volt. Und da seht ihr jetzt, dass die Beschleunigung jetzt deutlich schneller ist. Also seht auch hier im rechten Bereich, haben wir dann Elektronen auch als Wert gegeben mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit. Das heißt, wir sehen schon mal, höhere Beschleunigungsspannung führt zu einer höheren Geschwindigkeit und dann höhere Heizspannung zu mehr Elektronen. Und jetzt zur Beschleunigungsspannung und auch zur Geschwindigkeit. Und zwar, wenn wir uns mal fragen wollen, wie groß ist jetzt diese Endgeschwindigkeit der Elektronen, wie kann man das berechnen? Das gucken wir uns mal jetzt ein bisschen mit Formel an. Und zwar ist jetzt hier genau das Thema elektrisches Längsfeld. Und wir können uns das nämlich auch so vorstellen. Ein typisches Beispiel für das elektrische Längsfeld ist jetzt ein Plattenkondensator. Ist im Prinzip gleiche Anordnung. Hier Kondensator und dann angeschlossen an eine Spannung. Ist jetzt vom Prinzip her das gleiche. Nur statt Kondensatorplatten haben wir jetzt hier Glühwände und dann hier die Lochblende. Aber ihr seht, wir sehen hier angeschlossen an eine Spannung. Das heißt Prinzip gleich. Wir haben dann jetzt hier die negative Ladung und dann hier an der Lochblende haben wir dann eine positive Ladung und dementsprechend haben wir dann hier ein elektrisches Feld von Plus nach Minus und dann können wir uns vorstellen, wenn jetzt Elektronen sich jetzt hier im Bereich des elektrischen Feldes befinden, hier ein Elektron dargestellt, dann Minus und Minus stößt sich ab, Minus Plus zieht sich an, das heißt es wird eine elektrische Kraft jetzt hier nach rechts, genau das Prinzip wie hier Elektronen, die dann hier im elektrischen Feld des Kondensators dann man platzieren würde, Thema elektrisches Längsfeld, Elektron wird dann durch die elektrische Kraft nach rechts beschleunigt. Und dann, um jetzt die Geschwindigkeit zu berechnen, können wir sagen, dass wir jetzt hier in diesem Bereich eine elektrische Energie haben, der Elektron, und die wird dann umgewandelt in Bewegungsenergie. Das heißt, als Formel können wir sagen, elektrische Energie, hier EEL, ist dann am Ende gleich EKIN, kinetische Energie. Und dann wird das hier berechnet mit Formeln, elektrische Energie ist dann U mal E, speziell U Beschleunigungsspannung mal E. Das ist die elektrische Energie in dem Bereich, wo wir halt die Beschleunigung haben, von hier nach hier, ist dann gleich kinetische Energie am Ende, gleich 1/2 mal M mal V Quadrat. Und dann wollen wir eben hier V brechen, also stellen wir das V um. Und dann ist jetzt hier das Prinzip Formel umstellen, also hier mal 2, dann durch M. Und dann nachher die Wurzel, mache ich jetzt mal ein bisschen schneller. Und dann sehen wir hier 2ub mal e durch m die Wurzel. Also letztendlich erhalten wir v gleich. Und dann 2 mal ub mal e durch m davon die Wurzel. Wenn das jetzt ein bisschen zu schnell für euch ist, können wir euch noch Videos zum Thema Formelumstellen angucken. Damit sehen wir dann, wir können jetzt die Geschwindigkeit berechnen. Und wir sehen, je höher die Beschleunigungsspannung, desto höher dann die Geschwindigkeit, haben wir auch dann in der Simulation gesehen. Und dann E ist die Ladung der Elektronen, 1,602 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Und dann M, die Masse der Elektronen, 9,11 mal 10 hoch minus 31 Kilogramm. Damit könnte man dann solche typischen Aufgaben berechnen und hiermit die Geschwindigkeit berechnen. Deswegen das ist eine ganz wichtige Formel hier beim Bereich elektrisches Längsfeld.
Und dann sehen wir auch noch hier an einem Animationscode, dass jetzt hinter der Lochblende die Elektronen nicht mehr beschleunigt werden. Und das liegt jetzt daran, dass wir nur in diesem Bereich hier ein elektrisches Feld haben. Deswegen nur in diesem Bereich werden die Elektronen beschleunigt. Danach haben wir ein Feld von Raum. Da haben wir dann konstante Geschwindigkeit. Das jetzt zur Geschwindigkeit. Und dann ganz oft will man noch die Beschleunigung berechnen, hier, die dann auf die Elektronen wirkt. Und hierzu können wir dann erstmal die allgemeine Formel bei der Beschleunigung Bewegung in der Mechanik aufstellen, und zwar F gleich M mal A. Das ist jetzt erstmal unsere Ursprungsformel, F gleich M mal A. Und dann, wir wollen die Beschleunigung wissen, also stellen wir erstmal schon mal nach A um, ist jetzt allgemein A gleich F durch M. Und jetzt überlegen wir, Masse der Elektronen haben wir, was ist jetzt die Kraft? Und die Kraft ist ja jetzt hier eine elektrische Kraft. Und da überlegen wir, was ist jetzt die Formel für die elektrische Kraft? Die ist jetzt, kann ich mal hier hinschreiben, elektrische Kraft ist jetzt allgemein E mal Q. Vielleicht kennt ihr auch die Formel für die elektrische Feldstärke, die war ja auch beim Plattenkondensator, E gleich F durch Q. Auf jeden Fall dann umgestellt, F gleich E mal Q. Und E wiederum ist ja hier beim Plattenkondensator, und wir haben ja die ähnliche Anordnung, ist ja dann hier mit, dann schreibe ich mal hier hin, E ist ja gleich U durch D, Spannung durch Plattenabstand, beziehungsweise dann hier wäre es Plattenabstand, hier wäre es dann der Abstand hier, E gleich U durch D. Und das hier eingesetzt erhalten wir jetzt hier F gleich und dann U mal Q durch D. Und wenn wir das dann hier einsetzen, U mal Q durch D, und dann haben wir auch ein M, erhalten wir letztendlich hier die Formel für die Beschleunigung A ist dann gleich U mal Q durch D mal M. Und das wäre dann hier die Formel für die Beschleunigung. Das sind dann zwei wichtige Formeln, Geschwindigkeit und Beschleunigung. Typische Aufgaben hier beim elektrischen Längsfeld. Und dann manchmal gibt es auch noch Aufgaben, damit man die Flugzeit berechnen, weil wir haben eine beschleunigte Bewegung mit der Formel S gleich 1/2 at². Da könnte man auch noch Flugzeiten berechnen, eben Thema elektrisches Längsfeld. Dazu haben wir jetzt erstmal die Grundlagen besprochen. Jetzt zum Schluss noch eine Sache, und zwar relativistische Geschwindigkeiten. Und zwar ist es so, dass wenn jetzt Elektronen Geschwindigkeiten ab 0,1 mal der Lichtgeschwindigkeit erreichen, kann ich mal hier zusammenfassen, ab ungefähr 0,1 mal c Lichtgeschwindigkeit, dann kann man von relativistischen Effekten ausgehen. Und da seht ihr mal auf der rechten Seite jetzt die Formel für die Geschwindigkeit, die man dann jetzt hier mit relativistischer Rechnung dann erhalten würde. Das noch eine Sache dazu. Dann verlinke ich hier noch ein Video zu Elektronenablenkröhre. Ähnliches Prinzip, ähnliches Experiment, nur noch ein bisschen anders. Und noch ähnliche Videos zu elektrischen Feldern, elektrisches Längsfeld, Querfeld und so weiter. Und dann auch hier mein Chemiekanal verlinkt. Und das war es dann damit zu diesem Video.